Hallo und herzlich willkommen zum Projekt Greifenstedt. Heute möchte ich dir einige Eindrücke vom Fremo-Treffen in Magdeburg zeigen. Als wir den Bahnhof übernommen haben, konnte man zwar auf dem Stellpult Fahrstraße schalten, aber man musste noch genau nachverfolgen, welche Lok wann zu welchem Zeitpunkt wo steht. Und das nahm unglaublich viel Aufmerksamkeit des Fahrdienstleiters in Anspruch. Also war unser Ziel bei der aktuellen Betriebsweise, bei der letzten Implementierung, diese Aufmerksamkeit freizumachen für den eigentlichen Zugbetrieb und die Möglichkeit zu haben, wirklich viel Verkehr abwickeln zu können. We have a challenge. Don't stay here. Die Herausforderung bestand in Magdeburg darin, dass wir an der zweigleisigen Hauptstrecke nach der zweigleisigen Hauptstrecke Trennungsbahnhof waren und deswegen unglaublich viel Verkehr abzuwickeln hatten. Nicht nur Durchgangsverkehr, sondern auch Güterzüge wurden bei uns bearbeitet und zwar ist jeder Güterwagen des Arrangements über unseren Ablaufberg gerollt und das war natürlich eine große Aufgabe. Du bist 3006. Der Block ist noch belegt. Irgendjemand schleicht da vorne. Mithilfe der im Fremo üblichen Technologie ZNF, Zugnummernverfolgungssystem, waren wir in der Lage zu sehen, was in den Bahnhöfen um uns herum passiert. Zum Beispiel oben im Bild zu sehen auf der Strecke nach Gesthafen und konnten auf die Art und Weise den Betrieb positiv beeinflussen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel schon mal innerhalb des Bahnhofs nach Gleis 32 zu fahren. 0 TM 5221 wird angenommen. Danke. Auf den Ästen, die nicht mit ZNF ausgestattet waren, wurden die Züge nach wie vor fernmündlich gemeldet, angemeldet und abgemeldet und dadurch dafür gesorgt, dass die Strecken frei sind. Wir haben aber jederzeit die Möglichkeit, innerhalb des Bahnhofs schon mal vom Personenbahnhof runter nach Gleis 32 neben dem Güterbahnhof zu fahren und auf diese Art und Weise die Zeit, die Fahrzeit des Zuges auszunutzen, um die entsprechenden Anmeldungen zu machen. Also was mich angeht, ist Greifenstedt jetzt zu Greifenfluss geworden. Ich habe dich schon gefühlt schon seit 2 Modellstunden hier auf dem Stellpult und warte, dass du mal ankommst. Ich hatte schon Zeit, dich anzumelden, Fahrstraßen zu legen. Also du hast gleich, zumindest was meinen Teil angeht, grüne Welle. Das Stellpult ist dabei auf maximale Bedienerfreundlichkeit ausgelegt, sodass auch ungelernte Fahrdienstleiter innerhalb von wenigen Minuten eingewiesen werden können und den Zugverkehr regeln. Wenn der Zug erstmal in unserem Startblock oben links oder unten rechts angekommen, eingetragen ist, muss er von dort aus nur noch mittels Start-Ziel-Taste ein Ziel zugewiesen bekommen und fährt dann dorthin, und zwar erst, wenn die vorausliegenden Blöcke frei sind. Das Ganze funktioniert vollautomatisch, sodass der Fahrdienstleiter sich nach dem Zuweisen des Ziels auf andere Aufgaben konzentrieren kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da oder abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.